Samuel Schwarz, der Hoffnungsträger der deutschen Eisschnellläufer. Im vergangenen Jahr etablierte sich der Berliner in der Weltspitze, holte den ersten Weltcupsieg der Eisschnelllaufherren seit Frank Dittrich 2002. In Sotschi greift Schwarz nun nach seiner ersten Olympiamedaille. Olympische Spiele gibt es einmal alle 4 Jahre. Und ich sag mal, in so einer Sportlerkarriere gibt es eben nicht viele Olympische Spiele, wo man auf dem Höhepunkt seiner Leistungsfähigkeit ist. Und dann gilt es zuzuschlagen. Zuschlagen will der 1000-Meter-Spezialist in Sotschi. Chefbundestrainer Markus Eicher traut seinem Schützling zumindest einiges zu. Herausragender, technisch hervorragender Eisläufer, was er eigentlich schon immer war. Letztes Jahr noch stabiler geworden und auch jetzt mittlerweile selbstsicher genug, um auch vorne mitlaufen zu können. Bei den Winterspielen in Russland will der 30-Jährige aber nicht nur vorne mitlaufen. Samuel Schwarz strebt nach der ersten Olympiamedaille.